Herzlich willkommen zu Let's Play TKKG Katjas Geheimnis. In diesem Fall handelt es sich mal wieder um ein Remake dieses Let's Plays, dieser Serie von TKKG. Ich habe dieses Spiel schon einmal in Form eines Let's Plays für euch gespielt, allerdings ist das schon eine ganze Weile her und die Videos sind wirklich schon ein wenig in die Jahre gekommen, sind von der Audio- und Bildqualität nicht mehr ganz so gut. Aber vor allem wollte ich das Ganze noch einmal spielen, um mir den ersten Teil dieser Reihe nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und ich denke, uns allen ist dieser Teil besonders wichtig, weil das eben der erste war. Und das sind alles Gründe für dieses Remake. Ich werde wahrscheinlich noch weitere Remakes machen, aber auf dieses habe ich mich besonders gefreut. Nämlich auf einen Fall für TKKG, Katjas Geheimnis. Und das ist unsere Visitenkarte, die Visitenkarte unseres Detektivunternehmens mit, wo habe ich meine Maus? Meine Maus ist weg, Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Dann hätte ich jetzt auch noch eine Maus, dann könnte ich auch noch auf neues Mitglied klicken. Ach, da ist sie ja. Denn wir müssen uns irgendwie anmelden. Wir sagen einfach mal, unser Name ist Katja, nee, nicht Katja. Also so viel Zeit muss sein, auch nicht Kaya, sondern Katja. Katja. So, das sollte funktionieren. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, landen wir im Eiscafé Venezia. Da geht's nämlich los. An einem schönen warmen Sommertag sitzen unsere TKKG-Freunde Tim, Karl, Willi, genannt Klößchen, und Gabi im Eiscafé Venezia. Alle sind gut gelaunt, denn in 2 Wochen beginnen die großen Ferien. Da kommt Ralf, ein Freund von Tim. Er sieht besorgt aus. Sehr besorgt. Hey Ralf, was ist denn mit dir los? Ihr kennt doch Katja von der Wilhelmsschule. Klar, ist sie nicht die beste Freundin deiner Schwester? Genau, Katja ist weg, seit 3 Tagen verschwunden. Was? Ist die Polizei informiert? Ja, aber die haben noch keine Spur. Sandra und ich machen uns schreckliche Sorgen. Dann muss ich wohl TKKG einschalten. Genau. Katja hat mir mal von ihrem Schokokuchen abgegeben. Der war lecker. Nun bleib mal bei der Sache, Klößchen. Der Kuchen war von ihrer Oma und bei der war Katja öfter. Wir könnten mal ein paar Takte mit ihr reden. Vielleicht weiß sie was. Ihre Eltern sollten wir natürlich auch befragen. Die haben doch den Kiosk. Gute Idee. Und dann nehmen wir uns noch Peter, ihren Nachhilfelehrer, vor. Den kenne ich aus der Mathe-AG. Hoffentlich findet ihr was raus. Und schon sind unsere Freunde mittendrin in einem neuen Fall. Auf der Suche nach Katja. Ja, wir stecken, wie gesagt, wieder in einem neuen Fall von TKKG. Diesmal geht es um die liebe Katja, die leider verschwunden ist. Und wir müssen alles daran setzen, sie wiederzufinden und herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und ich zeige euch erstmal die Orte, die wir hier mit TKKG bereisen können. Nämlich wäre da zum ersten der Kiosk, der Bahnhof, das Geschäft für Klamotten und für Süßigkeiten. Dann haben wir hier den Nachhilfelehrer, hier oben müsste noch genau der Hafen sein, so zwei Docks. Dann ist da die Schule von Katja, die Wohnung von Frau Peper Senior, also die Oma von Katja, die Villa Sauerlich und ich glaube, das war's erstmal. Vielleicht kommt da noch was dazu später, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und genau, das sind die 4 von TKKG, die könnte ich jetzt sich selbst vorstellen lassen, aber das habe ich in anderen Let's Plays auch oft gemacht und ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Schauen wir doch erstmal hier am Bahnhof vorbei. Der erste Ort, den wir hier betreten. Achtung an Gleis 4. Der IC Hagen von Tronje von Kopenhagen nach Budapest verspätet sich um 15. Ah, Sauerei. Ja, aber der hat ja noch einen weiten Weg vor sich. Aber wieder heißt es warten hier an der Bahn. Und hier geht's zum Gleis 4 und hier zurück zur Haupthalle. Hier sind einige Leute unterwegs. Ist ja gänzlich uninteressant. Und hier?
Aha. Schließfächer und hier liegt ein Apfel im Schließfach, der war bestimmt wichtig. Hm. Habt ihr mal ein bisschen Kleingeld? Ach, nee. Tut mir leid, wir haben gerade gar nichts mehr dabei. Sonst immer. Oh, ich wollte eigentlich noch die anderen Gleise anklicken. Zu Gleis 3 geht's auch noch und zu Gleis 1. Oh la la. Nee, hier ist auch nichts zu sehen. Ich denke mal, das wird so bleiben. Auch wenn wir mit den anderen dahin gehen. Nee, da ist nichts weiter. Dann würde ich mal sagen, haben wir den ersten Ort hinter uns. Versuchen wir doch mal am Kiosk unser Glück bei den Eltern von Katja Pepper, die verschwunden ist. Guten Tag, mein Name ist Tim Carsten. Meine Freunde und ich wollen bei der Suche nach Katja helfen. Das ist gut. Jeder, der die Augen aufhält, ist uns willkommen. Ja, hoffentlich ist sie bald wieder da. Tja, die arme Mutter, die trauert um ihre Katja. Dabei wissen wir ja gar nicht, was los ist. Vielleicht geht's ihr ja sogar noch gut. Das müssen wir herausfinden. Der große Kampf. Mist, den habe ich verpasst. Ach Mist, den haben wir alle verpasst. Ja, tut mir leid, Leute. Das Datum stand ja auch leider auf Japanisch drauf. Das verstehen ja die wenigsten. Der große Kampf. Mist, den habe ich verpasst. Genau, den haben wir verpasst. Und ansonsten schauen wir uns doch mal hier diesen Zeitungsartikel an. Wieder Überfall auf der Bank. Aber ich denke mal, ich überlasse das Lesen jemand anderem. Jemanden, der das wesentlich besser drauf hat als ich, nämlich dem Erzähler. Wieder Überfall auf Bank. Gangster werden immer frecher. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, aber wir werden sie kriegen, sagt der Kommissar Glockner gestern. Die drei maskierten Gangster, die am Montagnachmittag die Filiale der KHM-Bank am Markt überfallen haben, sind offenbar Profis, denn sie hinterließen überhaupt keine Spuren. Sie scheinen gut informiert gewesen zu sein, denn just an diesem Montag lagen in der Bank 90.000 D-Mark, viel mehr als normalerweise an Bargeld vorhanden ist. Die Verbrecher drangen gegen 15.25 Uhr in die Filiale ein, bedrohten die Kassiererin Heike D., 36, mit einem Revolver und erzwangen so die Herausgabe des Geldes. Die Beute verstauten sie in einer Tiger-Sporttasche. Wer Hinweise über die Herkunft der Tasche geben kann, wendet sich bitte direkt an Herrn Kommissar Glockner oder an jede Polizeidienststelle. Tja, da wurden also 90.000 D-Mark aus der KHM-Bank entwendet. Ups, das wollte ich gar nicht. Am letzten Montag müsste das gewesen sein. Und an dem Tag ist noch etwas anderes passiert. Wissen Sie, ob Katja Probleme in der Schule hat? Naja, sie ist nicht gerade eine Leuchte in Mathe. Deshalb geht sie ja zur Nachhilfestunde. Aber als Problem würde ich das nicht gerade bezeichnen. Tja, mit Mathe haben ja sehr viele Leute ein Problem. Ich würde auch dazu gezählt. Hatte auch nie wirklich Lust auf Mathe früher. Da würde ich euch gerne mal fragen, wie es bei euch so aussieht. Wie fandet ihr Mathe oder wie findet ihr Mathe? Habt ihr da einen Bezug zu oder findet das möglicherweise sogar richtig gut? Das schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Und wir fragen nochmal die zweite Frage, die vielleicht weniger mit Schule zu tun hat. Ich habe Katja am Sonntag im Schwimmbad gesehen. Sie war mit einer großen blonden Freundin unterwegs. Wer kann das gewesen sein? Tja, im Schwimmbad guckt Tim immer ganz gerne auf die Mädels, die da rumlaufen. Wir kennen ihn ja. Groß und blond, mittellanges Haar? Das ist bestimmt Sandra gewesen. Katja und Sandra sind seit der ersten Klasse die allerbesten Freundinnen. Aber die allerbesten. Okay, Sandra, eine neue Zeugin, die wir aufsuchen müssen. Kennen Sie mich noch? Ich bin Karl. Ich war mit Katja in der Grundschule. Stimmt, du hast dir manchmal beim Rechnen geholfen, ich erinnere mich. Ja, übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, die KHM-Bank, die ist hier direkt neben dem Kiosk. Zufall oder nicht? Geht Katja gerne zu ihrem Nachhilfelehrer? Na, wer geht schon gern zur Nachhilfe? Sie will unbedingt eine 4 in Mathe schaffen und Peter scheint ein guter Lehrer zu sein. Tja, vielleicht hat sie sich ja einfach in den Peter verliebt, in den niedlichen Peter und ist jetzt abgehauen von zu Hause. Das sind alles Möglichkeiten. Verliebt in den Nachhilfelehrer.
Ich kriege übrigens immer Hunger auf Eis, wenn ich dieses, dieses Werbeplakat im Wind sehe. Sieht auch echt lecker aus, das Eis. Ein schönes Schokoeis mit Vanille. Was hat Katja am Montag nach der Schule gemacht? Aber nicht das Magnum. Ich mag Magnum nicht so gerne. Lieber so ein anderes. Nach der Schule hat sie wie immer zu Hause mit mir gegessen. Dann sind wir so gegen 3 hergekommen. Okay, nichts Besonderes passiert an dem Tag. Und hier steht H und K, Pepa, die Initialen der beiden, die sich hier ja in den Kiosk zu quetschen scheinen. In den späteren Teilen sind die alleine da drin. Das macht, glaube ich, auch mehr Sinn. Ich denke, das schafft eine allein ganz gut. Allerdings denke ich mal, dass die zusammen sein wollen, jetzt in der Zeit, wo es wirklich schwierig ist, weil die Tochter weg ist, weil die verschwunden ist. Ja, schon seit mehreren Tagen offenbar. So, dann nochmal mit Willi. Hi, ich bin Klöß, Willi Sauerlich. Und ein Freund von Katja. Hallo Willi, was können wir für dich tun? So, wir wollten ja erstmal ein bisschen was erfahren, damit wir helfen können, Katja zu finden. Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Na klar, hab ich gleich nachgesehen. Der Rucksack mit den Schulsachen ist nicht da, den hatte sie ja zur Nachhilfe mitgenommen. Aber sonst fehlt nichts, glaube ich. Also sie ist auf dem Weg zur Nachhilfe verschwunden. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit Peter sprechen, dem Nachhilfelehrer. Ist Ihnen am Montag irgendetwas Ungewöhnliches an Katja aufgefallen? Nee, aber der Montag war ja sowieso ein chaotischer Tag. Da haben wir auch gar nicht so auf Katja geachtet. Wegen dem Banküberfall und dem ganzen Durcheinander danach. Tja, das ist es nämlich. Am Montag ist nicht nur die Bank überfallen worden, sondern auch an dem Tag ist Katja verschwunden. Und das wäre ein schöner Zufall, wenn das nicht zusammenhängen würde. Hier ist übrigens ein Lucky Mike Cigarettes Plakat. Wieder mal Schleichwerbung. Ich glaube, ich habe auch eine Bildzeitung gesehen an irgendeiner Ecke. Ich hätte gerne den Schokoriegel da. Was kostet der? Hier. Ist schon okay so. Oh, vielen Dank. Na, da haben wir aber Glück gehabt. Aber Willi hat sich auch nett bedankt, von daher dürfen wir den gerne annehmen, den Schokoriegel. Guten Tag, ich bin Gabi Glockner. Ich gehe mit Katja zum Jazzdance. Hallo Gabi. Zum Jazzdance? Das ist ja cool. War Katja in letzter Zeit anders als sonst? Nein, Katja war ganz wie immer. Sie hat sich auf die Ferien gefreut. Sie wollte mit Sandra 4 Wochen nach England fahren. Tja, die Mutter ist ja recht aufgelöst darüber, dass ihre Tochter weg ist. Das ist natürlich nachvollziehbar. Und Katja hatte einen großen Urlaub geplant mit ihrer besten Freundin Sandra. Also mit dieser Sandra müssen wir definitiv noch reden, denke ich mal. Kommt es öfter vor, dass Katja einfach so verschwindet? Nein, sowas hat sie noch nie gemacht. Das ist überhaupt nicht ihre Art. Nur einmal, als sie 4 war, hatten wir einen furchtbaren Streit, weil sie den Spinat nicht essen wollte. Damals ist sie zu ihrer Oma geflohen. Tja, Spinat ist ja auch wirklich ein Gemüse, das man, wenn man jung ist, wirklich nicht mag. Und ist euch übrigens schon aufgefallen, hier, wir haben keine Hintergrundmusik im Menü. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal die Sandra besuchen und das am besten am Schulhof von Katjas Schule. Hallo Sandra. Grüß dich, Gabi. Ich bin auf der Suche nach Katja. Und das ist die hübsche Sandra, die große, blonde Freundin von Katja. Haben die anderen aus deiner Klasse einen Tipp, wo Katja sein könnte? Du kannst dir ja vorstellen, dass wir von nichts anderem mehr reden. Aber niemand hat eine Idee. Tja, niemand hat eine Idee. Keiner aus der Klasse weiß, wo Sandra stecken könnte. Quatsch, Sandra. Katja natürlich. Sag mal, war Katja in der letzten Zeit verändert? Nö, nein, sie war vollkommen normal. Naja, sie hatte ein bisschen Schiss vor den Zeugnissen. Wie wir alle, ne? Wir hatten doch alle immer Angst vor den Zeugnissen, oder? Naja, kommt natürlich immer ganz drauf an, wie man in der Schule so war. Wenn man gut war, hat man sicherlich nicht so viel Angst gehabt, wie wenn man schlecht war. Hallo Sandra, kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? Ah,
Herr Kommissar Tarzan höchstpersönlich. Ach, der... Na, da bin ich ja mal gespannt. Der Frauenheld Tim und die hübsche Sandra und der Rollerfahrer, der durchs Bild fährt, der war auch extrem attraktiv. Wann hast du Katja das letzte Mal gesehen? Lassen Sie mich nachdenken, Herr Kommissar Tarzan. Es war Montag, so gegen 13.28 Uhr vor dem Schulgebäude. Sie ist zu Fuß nach Hause gegangen, während ich hier auf den Bus gewartet habe. Präzise genug? So gegen 13.28 Uhr. Also das war wirklich sehr präzise, liebe Sandra. Das hat uns weitergeholfen. Hast du eine Idee, was mit Katja passiert sein könnte? Aber 13.28 Uhr, das war ja recht gleich zu der Zeit, wo die Bank überfallen wurde, wenn ich mich nicht täusche. Nee, wir haben alle keine Ahnung. Also möglicherweise hängt das tatsächlich zusammen. Aber die Sandra weiß sonst nicht viel. Die kann uns nur so triviale Infos zu Katja geben und zu ihrer Aufenthaltszeit. Tag Sandra, ich bin Karl von TKKG. Stimmt. Euer Foto war doch in der Zeitung. Ihr habt den Schutzengeln das Handwerk gelegt. Genau, und jetzt suchen wir nach Katja. Die hat uns zugezwinkert. Flirtet die etwa schon wieder mit Karl? In den Pfingstferien warst du doch mit Katja zelten. Habt ihr da neue Leute kennengelernt? Naja, Karl und Sandra, das wäre doch schon ein süßes Pärchen. Leider nein, das Zeltlager war vom Sportverein organisiert. In unserer Gruppe waren nur die Mädchen, mit denen wir schon seit Jahrhunderten zum Jazzdance gehen. Ja, ein Glück keine Jungs, ne? Nur die Mädchen aus dem Jazzdance-Kurs oder AG oder was auch immer. Dann hat Kaya vielleicht doch noch Chancen bei ihr. Hast du vielleicht noch eine wichtige Information für uns? Nein, wir tappen genauso im Dunkeln wie ihr. Aber eine seltsame Frisur hat sie ja doch. Oder sie hat einfach eine komische Kopfform. Kann beides sein. So, ich denke... Hallo Sandra, ich bin Willi, genannt Klößchen. Tag Klößchen, wie kann ich dir helfen? Ich bin ein Freund von Katja und versuche herauszufinden, wo sie steckt. Ich habe ein paar Fragen. Tja, dann fragen wir doch mal. Ich denke, mit Klößchen können wir doch noch eine wichtige Information ergattern, oder? Hier den Nachhilfe-Peter. Den kennst du doch auch, oder? Der Nachhilfe-Peter. Ja, ich muss da jetzt auch hin. Lass uns das Thema wechseln. Okay, auf den ist sie offenbar nicht so gut zu sprechen. Muss wahrscheinlich wegen ihrer Eltern dahin. Ich denke mal, eine Frage schaffen wir noch. Wenn der Rollerfahrer uns nicht schon wieder die Zeit streckt, Dankeschön, Herr Rollerfahrer. Was macht Katja eigentlich so üblicherweise in ihrer Freizeit? Ach, wieder so eine persönliche Frage, die einfach ein bisschen zu weit geht, aber na gut. Na, sie ist mit mir zusammen. Dienstags und donnerstags hilft sie allerdings ihren Eltern im Kiosk. Und mittwochs gehen wir zusammen zum Jazzdance. Okay. Weiter keine interessante Info für uns. Wir tappen noch ein bisschen im Dunkeln. Allerdings hoffe ich, dass sich das in den nächsten Folgen ändert. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Bis dahin.